heutigen Video sehen wir uns Multipacks an. Die Vorgänger des Battle Packs, die 2002, 2003 herausgekommen waren. Mit diversen Zubehörteilen, Repackages, Repaints, ja, und teilweise billiger produziert wurden. In der Star Wars Saga Collection 2002 oder 3, Phase 2, beziehungsweise auch 3. Ja, diese Multipacks sind allesamt Toys R Us Exclusives gewesen. Und es war eigentlich für wenig Geld sehr viel drin. Wie gesagt, teilweise waren die Figuren zum Großteil billig produziert, Repaints, schlechteres Material, das zeige ich euch dann gleich noch. Also so sah der Phase 2 von Star Wars Saga Collection die Verpackung aus, vor einem blauen Hintergrund. Auf der Rückseite gab es dann eben noch hier kleines Introduzione, Powerful, Ruthless Empire, Seeks the Crusher Rebellion. Ja, dabei ist ein Stormtrooper, ein Heavy Blaster Rifle, Blaster Rack, dann noch eigentlich zwei so Stormtrooper Blaster, Darth Vader mit Lichtschwert und hier glaube ich auch erstmal R4-I9, ein Mausdroide, ein imperialer Folterdroide, die Imperial Treebot Cannon, und ein AT-ST-Driver. Ja, und was sie halt machen, und da oben ein paar Bilder zu den aus Filmausschnitten. Ja, hier unten weiter nichts Besonderes, auch an den Seiten nicht. Ja, und das Ganze lief unter Imperial Forces. Ja, kommen wir zuerst zu dem großen Teil, eine Treebot Laser Cannon, die es schon mal gab bei einem Snowtrooper. Da konnten die Beine normalerweise entfernt werden. Wir haben, was rausbringen, nach unten, ja, also Bausatz natürlich, ne, was es besser in die Verpackung passt. Hier haben wir diese drei Beinchen eingesetzt werden, um so die Standfestigkeit zu gewähren. Wir haben hier oben dann schwenkbare Kanone und hier unten dann, wie damals schon in den 80ern, eben den Verbindungsschlauch zu diesem Generator, der hier auch aufzumachen ist. Also auch ein Repack eigentlich, wird dann hier unten reingestöpselt und ja, der ist schon recht steif, der Schlauch. Und wir haben hier unten einen Abschussmechanismus, der hier oben ist der Knopf, abgedrückt wird, und da waren dann zwei der Abschussmechanismen dabei. So, dann gab es einen kleinen Mausdroiden, der auch schon bei, glaube, Admiral Tarkin dabei war oder Grand Moff Tarkin dabei war. Aber auch gab es ja mehrere. Und dann gab es hier noch, so wie es damals glaube ich schon bei einem Stormtrooper war, ein Rival Aufbewahrungspack, wo man dann die, ups, die Waffen hineinstecken konnte, um sie im Hintergrund ein bisschen zu platzieren. Viele waren halt durch die etwas verschoben. Das kann man da den Blaster auch ranbringen kann. Ja, es gab dann später noch kleinere. Ja, na gut, die Waffen gab es auch schon mehrmals. Und auch hier die übergroßen, etwas übergroßen L11 Blaster. Dann war bei jeder, waren 5 Stands dabei. In der Größe, fand ich sehr gut. Und dieser Zappel Philipp hier war auch dabei, ein Stormtrooper mit Kniegelenken und schon recht ausgeleiert, also dementsprechend auch etwas billiger produziert.
Aber auf dem Stand geht er. Knickt halt sehr schnell um. Er hat hier die Ellenbogen als Bewegung. Und er wirkt auch schon recht abgegriffen, aber ja, sogar hier der Kopf ist nicht gerade klasse gemacht. Er hat hier ein Holster dran, sein Dernal-Detonator und hier hinten wahrscheinlich für die Snowtrooper oder ja, wenn der Snowtrooper für die Sandtrooper. So ein Backpack war aber da nicht dabei. Also es fühlt sich schon vom Material seltsam an. Aber gut. Dann gab es noch einen Darth Vader, welcher auch sehr, sehr ja, schwer ist mit der Bewegung und vom Material her sehr gummiweich hier unten. Das ist ein Repaint von einem, glaube ich, wieder Wrath of the Force, also vom Palpatine Ende. Oder von einem Hologramm Vader. Also die Köpfe sind wirklich so rubbermäßig, also die Füße so soll ich sagen, radiergummimäßig. Ein Lichtschwert war dabei. Und die Umhänge, ja, auch wieder festes Material. Dann gab es noch einen AT-ST-Driver. Man sieht hier, wie er schon recht abgenutzt, also verfärbt ist. Und von den Bewegungen her, ja, und man sieht hier, dieser Arm geht ständig ab. Noch hier sieht man noch ganz deutlich, dass er verfärbt ist. Also gut, man hat ein Gesicht bekommen, nicht so wie der von der Power of the Force 2 Line. Der mit einer Maske bzw. Schutzbrille im Gesicht war. Aber ja gut, man kann ihn positionieren. Geht einigermaßen. Und der letzte war eigentlich mehr die Besonderheit, ein Astromech-Droide, nämlich der R5 oder R4. Mal kurz gucken. R4-19. Also tolle Figur gab es vorher so noch nicht. Ein schwarzer Droide, ein R4-Droide. Der R5 ist ja hier die Koppel weg. Und von den Bewegungen her wie der R2-D2 damals mit ausfahrbaren dritten Bein. Ja. Ich sag billig produziert. Viel Figuren und Zubehör für den kleinen Preis. Ob so billig war, weiß ich nicht. Bei dem nächsten Pack handelt es sich um das Ultimative Bounty mit hier diesen coolen Swoop Bike. Hier mit dem Totenkopf, also das finde ich schon klassisch. Entweder aus einem Comic von Aura Singh. Ähnlich gebaut wie das von Episode 1, Swoop Bike, bzw. von Shadows of the Empire. Das soll hier als Stützen dienen, als Standstützen, aber ist etwas verbogen bei mir. Aber wirklich detailreich gemacht hier mit dem ganzen Zubehör. Hier kann man da noch eine Waffe einstecken. Aber am coolsten ist hier dieser Totenkopf, wirklich schön bemalt ist. Da hier unten dann Drähte noch und ja. Dabei war unter anderem auch Aura Singh, die es schon von Episode 1 her gab, ohne Antenne, aber von den gleichen Bewegungspunkten her. Wir haben hier dieses Gewehr von ihr, sehr leichtes Material. Hier fehlt ein Kanone. Ich weiß nicht, ob sie dabei war oder ob ich sie bloß nicht gefunden habe. Und ja, die Hände, Arme können bewegt werden, der Kopf. Also er stieß schon wieder aus einem besseren Material. Und es war gedacht eben, dass dieses Speederbike für ihr gemacht ist.
breiter die Beine, dann geht es. Und hier eben die Waffe hineingesteckt. Später gab es dann nochmal eine Aura Sing im Comic-Style, die ist etwas dunkler und die passt dann auch ein wenig besser zu dem Bike hier. Auch diese Figuren hatten hier wieder Stands dabei. Und dann gab es noch Bosk, auch eine Wiederauflage einer bekannten, schon rausgegebenen Figur. Allerdings fehlen hier die Abzeichen, aber er kommt mit seinen zwei Waffen, müsste aus der Power of the Force 2 Line sein. Und eben mit seiner großen Waffe, die er nur hier drüben einigermaßen halten kann. Ja, später gab es dann auch noch einen anderen Gorbosk, aber der hier ist der von der Power of the Force 2 Line. Weiterhin gab es noch einen bekannten Droiden, nämlich hier IG-88. Auch auf der Shadows of the Empire Line, glaube ich, oder beziehungsweise gab es ihn später nochmal in der Power of the Jedi Collection. Jedenfalls im abnehmbaren Waffengurt, hier mit so Schulterpolstern, hier dann noch Tornistern. Man kann ihn hier oben drehen, ebenso den Kopf, kann zweimal gedreht werden. Und eben die Beine, ähnlich wie bei der klassischen Figur. Ja, und dieses Rival, das auch für ihn extra ausgelegt ist, weil hier unten so zwei Halterungen bzw. Parallele Streifen sind, um ihn die ein wenig reinzugeben. Und die letzte Figur, was natürlich ein Bounty Hunter nicht fehlen darf, hier eine Boba Fett Figur mit, ich glaube 500. müsste das gewesen sein, mit einem schwarzen Rival, also komplett schwarz. Dazu kommen wir noch mit einer Handfeuerkanone, also die gleichen Waffen, wie es damals auch schon gegeben hatte bei der 50-Jahr-Feier-Figur oder 500. Figur. Ja, in Posen gehalten kann man ihn hier bloß ein bisschen positionieren. Wir haben den Stoffumhang, aber toll gearbeitete Rüstungsteile. Das Visor lässt sich verschieben. Und hier hinten die Rakete kann entnommen werden. Ist halt dann auch nochmal so ein Zusatzteil. Auch der Backpack kann runter gemacht werden. Und das letzte Pack hier mit der Battle of Hoth zeigt natürlich unsere Helden. Und da gab es zwei Versionen von. Das hier eingebackte ist eigentlich die korrekte Version, weil es sich um das Towntown hier handelt. In der Verpackung haben wir eine 2-Einheit. Wir haben Chewbacca, wir haben Luke und Leia. Und hier sehen wir R3, A2, Prinzessin Leia, Towntown, with Open Belly und Luke Skywalker eben Chewbacca. Hier auf dem Bild sieht man, dass Chewbacca, das Downtown mit Luke, das hat hier ein abgebrochenes Horn. Dieses hier hat es nicht. So, dann ist es natürlich nicht Lukes Towntown, das ist Han Solos Towntown, und dadurch, dass der Bauch geöffnet werden kann und hier ein paar Innereien zum Vorschein kommen, hat es eigentlich hier die richtige, ja,
Einheit. Aber jetzt kommen wir zu den Figuren. Wir sehen der gleiche Mold wie bei den Power of the Force 2 Figuren, zumindest was das Towntown betrifft, ohne den nervigen Action-Feature, dass man die Beine eben bewegt, kann man es hier einigermaßen gut positionieren. Wir sehen, dass hier Luke Skywalker drauf sitzt. Ist in dem Fall richtig mit dem Horn. So, aber das Downtown hier unten, welches eigentlich richtig sein müsste, dass es komplette Hörner hat, hat hier unten einen aufgeschnittenen Bauch, der von Han Solo aufgeschnitten wurde. Und hier das einzige Set mit diesem Teil, wo man dann eben die Innereien rausquetschen kann. Gut, Luke passt jetzt hat scheinbar nicht so tolle hinein, da er sich hierbei um die Repack eines Downtown Riders handelt. Deswegen hat er breitere Beine und Kniegelenke. Und hat jetzt auch nicht so Narben im Gesicht. Aber wie gesagt, ob man ihn richtig hineinbringt. Also zumindest andeuten kann man es. Aber toller, besserer Effekt hier sind die Innereien. Und ansonsten voll beweglich mit dem Kopf, den Armen. Und auch das Sattelzeug ist toll angemalt. So, dann waren nur noch bei Han Solo, bei Luke Skywalker. War natürlich dann auch noch sein Blaster dabei und sein Lichtschwert. Ja, also diese große Waffe eben und ein Lichtschwert von Luke. Dann, was eigentlich auch noch ein Fehler war, hier diese Prinzessin Leia, die es scheinbar auch nur in diesem Set gab. Wir haben hier den Hutkopf, die Hutjacke, aber hier unten ist es die Escape from Bespin Leia, ebenso wie mit der Waffe, da sie nämlich einen E11 Blaster hält. Die Jacke kann halt ausgezogen werden. Passt auch einigermaßen. Aber im Film, wie gesagt, wie sie geflüchtet war von Bespin, hatte sie eigentlich die Frisur von Bespin Leia. Aber das Gesicht trotzdem einigermaßen gut getroffen. Und dann gab es hier noch einen Chewbacca. Etwas Schnee verschmiert, aber diesmal zumindest in der richtigen Größe. Er kommt natürlich hier mit seiner Armbrust, die hier einfarbig ist. Und von den Bewegungen her kann er da schon mithalten mit diesen anderen größeren auf Ego-Station. Die Beine natürlich beweglich, der Kopf bedingt. Aber die Hände und die Unterarme. Ja, und dadurch, dass er hier Schneespritzer dran hat, gehört er natürlich auf Hoth. Und die letzte Figur, auch ein neuer Astromech, auch in diesem Set nur erhältlich, mit durchschnittlicher schimmernder Kuppe, ist eine R2-Einheit. Nein, eine R3-Einheit, weil durchschnittliche Kuppel. R3, A2. Auch hier wieder Kopf bewegen. Gelackt. Beine und das dritte Bein kann eingefahren werden.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ihr wollt, sehen wir uns das nächste Mal wieder.